Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Transport Fever 2. Wir sind in einer neuen Folge der Verkehrsbetriebe Ostgondor und sehen hier das, was wir letzte Folge gebaut haben, diesen kleinen Regionalbahnhof. Ich mache die Musik ein bisschen leiser, die ist ja extrem laut. Ist ja auch immer so laut gewesen oder passiert lauter gedreht? Ist mal ein bisschen leiser. So ein bisschen was vom Spiel hören. Den haben wir letztes Mal gebaut, den Regionalbahnhof. Eigentlich müsste das auch nicht Süd sein, sondern Ost. Ost könnten wir eigentlich sogar behalten, den Namen. So. Und dann würde ich sagen, überlege ich hier sogar schon mal Linien einzurichten, die ersten. Ich überlege noch, wie ich das genau später mit Minas Ithil baue, welcher Bahnhof da hinkommt. Das überlege ich noch, das solltet ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt aber so ein paar Folgen am Stück aufnehmen, deswegen vielleicht verschiebe ich Minas Ithil noch ein bisschen. Kümmere mich erstmal darum, dass wir hier einen vernünftigen ÖPNV, so ein bisschen besseren ÖPNV in Osgiliath bekommen. Und dafür würde ich ganz gerne jetzt hier die S-Bahn noch ausbauen. Da steht unter anderem einer der Regionalexpress-Züge da unten drin. 34 ist besser als nix. Wie ist der eigentlich irgendwie angeschlossen? An so ein paar Häuser, ne? Ja, das könnte man auch noch deutlich besser anschließen. Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal weiter hier am S-Bahn-Netz. Dafür brauchen wir S-Bahn. Gleise mit 90. Wir machen mal rechts alt. Nee, das ist neu, ne? Wir machen mal links alt. Nee, ich würde gerne neue. Neu links. Ja, weil die sind ja auch links. Dann lass uns mal links beibehalten. Dann brauchen wir noch natürlich eine Brückenform. Diese Originalbrückenformen aus Berlin sind eigentlich alle ohne Stützen. Lass uns mal was anderes überlegen. Passt hier nicht hin, finde ich. Zu modern. Ich finde sowas auch ganz cool, aber die haben halt auch keine Stützen. Und ich habe keinen Bock, das alles selber zu bauen, die ganzen Stützen. Das wäre ein bisschen aufwendig. Wäre was für ein schönes Projekt. Deswegen wählen wir jetzt mal hier eine andere Form. Gucken, was wir sonst noch so haben. Was haben wir denn sonst noch so? Wir könnten Viadukte nehmen. Ich mag ja auch Viadukte, aber das nimmt hier reinpassen. Oder sowas. Kann man auch machen, ne? Vielleicht die Farbe hier nochmal. Grünlicher. Mir gefällt nur dieser Übergang hier überhaupt nicht. Sonst noch was? Das hier wäre ein Klassiker. Das in grün könnte man natürlich auch nehmen. Oder sowas hier, ne? Das finde ich passt irgendwie auch. Vielleicht sowas. Ja, der Übergang ist jetzt ja auch nicht so schön, aber geht. So. Ich will das so ein bisschen in der Mitte der Straße lassen, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Das weiß ich halt nicht, ob wir das hinkriegen. Und jetzt sagen wir, wir bauen jetzt hier so eine kleine. Ja. 180 km/h können die hier rein theoretisch fahren. Ich meine, ist ja egal, die S-Bahn können eh nur 100. Also können wir die auch für 180 km/h ausbauen. Das ist nicht das Problem. Komm her. Wenn die hier in der Mitte der Straße fahren. Finde ich eigentlich schon mal ganz cool. So ein bisschen fast wie die U-Bahn in Berlin, die ja auch so in der Mitte der Straße teilweise fährt. Die Frage ist, bleiben wir oben oder gehen wir runter gleich? Gehen wir durch über den Anduin oder unter den Anduin durch? Könnten die auch runtergehen und dann hier unterirdisch halten, ne? Das wäre auch eine Idee. Dass hier eventuell dann auch die U-Bahn hält. Müssen dann nur gucken. Weil wir ja auch eine U-Bahn-Strecke später noch bauen wollen. Die S-Bahn soll ja so ein bisschen eher hier außerhalb gehen. Vielleicht machen wir es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen innerhalb hier bleiben. Und dann hier rüber rausgehen oder so. Jetzt sind wir hier runtergegangen, ne? Ja, wir bleiben so ein bisschen innerhalb der Straße. Ich will so ein kleines Stück innerhalb der Straße haben und werden uns dann nach rechts begeben. Wir müssen ja dann auch über die Bahnstrecke hier rüber wieder. So, eventuell so, genau. Haben wir jetzt das ohne, ja, wir haben natürlich das ohne Stützen gewählt. Ohne Pfeiler. Ist das gewählt? Nee, das sieht auch cool aus, finde ich.
mit dem größeren Unterbau. Eigentlich fällt mir das auch ziemlich gut. Lass uns das nutzen. Da ist wahrscheinlich der Übergang auch wieder unschön. Aber das ist halt so. Nein, bitte nicht wegreißen. Die Konstruktion habe ich keinen Bock wieder zu errichten, ehrlich gesagt. So, das müssten wir eventuell gleich noch ein bisschen umändern, dass die auf der richtigen Seite sind, die Stromschienen. Ja, oder wir gehen jetzt letztlich rechts Stromschiene. Finde ich eigentlich schöner, als in der Mitte eine Stromschiene zu haben. Ich weiß nicht, ob es realistischer ist. Es wechselt ja auch manchmal einfach, dass die Stromschienen auf der anderen Seite sind. Das kommt durchaus vor. So. Ja. Und dann gehen wir hier in der Mitte der Straße ein bisschen entlang. Und dann ist die Frage, hier noch eine Station? Ja, komm, eine kommt hier noch rein. S-Bahn werden wir hier nicht haben. Coole S-Bahn-Station hier. Strecke, die dran vorbei wird. Eigentlich wäre das cool, ne? Jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn wir dann links die... Fernbahn, südliche. Genau, wir können die Fernbahn dran vorbeischicken. Könnten dann hier so eine Kurve schicken. Da müssten wir allerdings die S-Bahn über die Fernbahn rüberkriegen. Nee, wir könnten ja die S-Bahn erst über die Fernbahn rüberschicken. Das kriegen wir hin. Würde die... Das war eigentlich falsch rum, ne? Oder wir wollen es tatsächlich, hä? Nee, komm, lass das. Die Höhe ist in Ordnung, die würde ich nicht verändern. Lass mal neu auswählen. Die Idee finde ich aber nicht schlecht, den hier zu verwenden. Wir drehen den mal. Nein, ich wollte den nicht erhöhen. So, jetzt drehen wir ihn mal über M und N. Man merkt, dass ich lange nicht mehr Transportwerk gespielt habe. Die Steuerung ist nicht mehr so ganz drin. So, wenn wir sagen, wir bauen das jetzt hier so hin. Das passt auch. So zum Beispiel. Das wäre eine coole Idee. Ja, es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich. Dann gehen wir hier, weil so ein bisschen der Straße gefolgt haben, nicht wirklich lang, weil so ein bisschen innerhalb der Straßenmitte geblieben sind. Hier rüber müssen dann allerdings gucken, sind da Pfeiler drunter? Ach, hier sind auch gar keine Pfeiler drunter. Obwohl, da sind schon Pfeiler drunter, die baut er nur irgendwie nicht hin. Das sieht natürlich ein bisschen komisch aus, so ein Pfeiler. Und ich möchte die Pfeiler eigentlich ungern selbst setzen, deswegen werden wir mal gucken, dass wir die doch irgendwie mit Pfeiler hinbekommen. So. Vielleicht hier so. Genau. Dann hier rüber. Jetzt hat der hier vorne natürlich gar keinen Pfeiler. Ein bisschen freischwebend, ne? Das würde man nie, das ist nicht möglich, so eine Brücke zu bauen, glaube ich. Würde ich mal vermuten. Außerdem haben wir die falsche Seite angeschlossen. Aber ich glaube nicht, dass so eine Brücke möglich wäre. Ach, jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen Straße weggenommen. Wollte ich auch nicht. Müssen wir auch wieder hinsetzen. Straße bitte. Hier. Bitte in der Kurve. Das sieht natürlich jetzt unschön aus, dass er die Kurve hier weggenommen hat. So ein Stückchen gerade bauen und dann hier eine Kurve. Hat ein bisschen die Straßenführung versaut. Die Ecke. Naja, gucken wir mal. Das ist jetzt links, ne? Dann lass uns mal gucken, dass wir das irgendwie links angeschlossen bekommen. Ja, hier ist ein Pfeiler. Ja. Ja, ich weiß nicht. Würde man sowas bauen können? Kann es gar nicht sagen. Vermute ich nicht. Aber das macht er sogar. Okay. Ah, ist eine interessante Brückenkonstruktion. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mit dem Untergerüst. Vielleicht ist sowas möglich. Wir können natürlich uns immer sagen, es ist eine magische Welt. Und das wird mit Magie gehalten, die Brücke. Sieht aber trotzdem doof aus. Das ist, können wir natürlich machen hier im Herr der Ringe-Projekt. Aber trotzdem, nee. Nächstes Problem. Die ist ziemlich niedrig hier, ne? Wir müssen eigentlich noch eine Höhe kriegen. Dafür müssten wir jetzt hier noch so ein bisschen... Vielleicht in so einer Kurve über dich. Wir werden ja auch nicht zu steil hochgehen. Vielleicht in so einer Kurve tatsächlich hier rüber. So als Idee, dann meine, dass die nicht schnell fahren, ist in Ordnung hier. Jetzt haben wir natürlich wieder den falschen Brückentyp, ne? Ja, haben wir. Aber das würde gehen. Ich hoffe, dass das dann funktioniert, dass wir da... Nein, will ich nicht wegreißen. Dass wir das Schiff darunter durchkriegen. Das finde ich noch ganz sinnvoll.
müssten wir natürlich hier Nahverkehr anschließen, ne? Dann haben die hier keinen direkten Anschluss an die S-Bahn-Station, aber dann kommt der Nahverkehr hier raus und bindet dann die S-Bahn-Station an. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Hier kommen eh noch Busse und Straßenbahn und alles Mögliche rein. Und U-Bahn wahrscheinlich sogar auch noch. Die U-Bahn-Linie wird hier vielleicht auch noch da durchgehen, die hier vor der hinten kommt. Die wird da tatsächlich auch in den Gebieten häufiger halten. Das tut ja diese S-Bahn hell weniger. Spiel, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, lad mal eine Runde. Spiel jetzt bitte nicht ab. Ja, ja, sehr schön. Weil ich habe gerade so ein bisschen das Problem, dass ich immer alle Mods entfernen muss, im Ordner auch wieder reinfügen muss, damit ich überhaupt in den Spielstand laden kann. Das war jetzt nicht so die ideale Variante heute. Deswegen nehme ich jetzt auch ein paar Folgen auf. Aber es funktioniert. Und das ist mir erstmal. Das ist erstmal wichtig, dass wir erstmal ein bisschen weiterspielen können. So. Welchen Brückentyp nehmen wir? Wieder den von vorhin? Das weiß ich gar nicht. Ein bisschen, weil hier ist ja die Fernbahn jetzt dabei. Vielleicht können wir für die Fernbahn ja ein bisschen anderen. Nee. Ich hoffe, das sieht da nicht allzu doof aus, wenn wir die ganze Zeit durchwechseln. Lass uns mal die hier. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Vor allem dann später auch bis in die Fernbahn. Nicht zu steil bergauf. Nur langsam hier hoch und dann hier quer rüber. Hier so ein bisschen steiler. Wir müssen aber decken, dass hier rechts, links davon die Güterzüge über sollen, über diese Brücke. Ich brauche dann natürlich wieder keine Pfeiler. So. Gucke mal, ob das reicht von der Höhe. Wenn wir jetzt hier so hoch gehen, hier haben wir dann eigentlich eine Höhe erreicht, die in Ordnung ist, finde ich. Wenn wir jetzt hier gerade werden, wenn das hoffentlich aussieht, wir schauen mal. Ja, geht. Dann werden wir hier gerade. Nee, das soll bitte eine Brücke werden, nur nicht zwei. Warum baut er das nicht direkt daneben? Ich dachte, das mit dieser Brücke nicht funktioniert. Nee, aber aus irgendeinem Grund baut er ja immer zwei Brücken. Das sieht ja auch doof aus. Nee, du sollst die da direkt ranbinden. Warum ist das so schwer? Transport, wie war da? Jetzt ging's doch. Komisch. Hier, genau. Ach, weil... Ah, okay, ich verstehe, warum das nicht funktioniert. Weil hier der Gleisabstand bei dem Bahnhof zu groß ist. Und hier auch, komischerweise. So. Okay, geht jetzt. Jetzt können wir hier so ein bisschen... Das ist ja nicht schlimm, wenn so ein kleiner Abschnitt so einen extra Brückenpfeiler hat. Das ist in Ordnung. So, und hier müssten wir jetzt ja Oberleitung. Ein anderes Gleis, andere Gleisart nehmen. 160 Holzschwelle ist in Ordnung, finde ich. Warum haben wir denn keine Oberleitung? Ich habe die Oberleitung ja ausgewählt. Sehr seltsam. Da hat er jetzt Oberleitung. Hä? Ach okay, irgendwie geht das nicht, dass wir die direkt ineinander führen aus irgendeinem Grund. Ja, das ging doch bei der anderen Brücke auch. Komisch, komisch. Anderen Brückentyp? Oder wollen wir die ganze Brücke nochmal wegnehmen und einen anderen Brückentyp nehmen? Ich überlege gerade fast, weil die mir auch in dieser Kurve nicht so besonders gut gefällt, wie die hier zusammengesetzt ist. Guckt euch das mal an. Nee, wir nehmen tatsächlich einen anderen Brückentyp. Wir werden dieselbe Brückenform nehmen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Wir müssen wieder zurück auf die S-Bahn-Strecke hier. Was können wir denn da nehmen für einen Typ? Was würde mir denn noch gefallen? Relativ klassischen, das ist ein Oldschool-Viadukt. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Ne, wir lassen mal was, ein bisschen zumindest moderneres nehmen, eine Stahlvariante. Das fände ich dann schon wichtig. Die sieht doch schon besser aus, ne? Die sieht auch besser in der Kurve aus. Ich glaube, die haben wir schon öfter genommen. Aber das ist so eine Standardbrücke halt, ne? Die kann man auch häufiger nehmen. Das ist das große Problem, finde ich. So. Aber von der Brückenführung fand ich die gar nicht schlecht. Binden wir das so hier an. Das will er ja irgendwie nicht, aus irgendeinem Grund. So. Und dann gehen wir hier rüber.
113 km/h ist völlig in Ordnung. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt hast du auf einer Seite die Brücke weggenommen oder was? Das sieht auch interessant aus. Okay, dann so. Besser. Und jetzt innen. Wollen wir hier die andere Brücke behalten? Ich weiß gar nicht. Nee, der Übergang gefällt mir nicht. Wir nehmen da auch die andere Brücke. Wir bleiben jetzt hier auf jeden Fall gerade. Zack. 180 werden die hier eh nie fahren. Wir setzen hier Berliner S-Bahnen ein. Die höchstens 100 können. Und jetzt hoffe ich, dass wir parallel, also die richtig parallel, die Ferngleise daran setzen können. Oberleitung hätte ich ganz gerne. Mal gucken, ob er das macht. Jetzt macht das, okay. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht oder ob er jetzt wieder die Oberleitung wegnimmt. Das kann ich genau nicht genau sagen. Ja, sieht so aus leider. Hä? Es hat doch bei der anderen Brücke oben funktioniert. Da haben wir es doch auch gemacht. Also bei der Brücke von... Das hier wird aus. Muss man nicht verstehen, ne? Dann bauen wir halt zwei Brücken. Vielleicht mit... Ja, wir machen das so. Wir legen die parallel, aber bauen das so, dass wir noch so eine Brücke ranbauen. So ein Gleis dazwischen. Und das Gleis halt später wieder wegnehmen. Genau so. Naja, 58 finde ich allerdings für diese Strecke ein bisschen schwach. Die sollen schon, weiß nicht, mindestens 120 oder 160 da fahren müssen. Dürfen. Müssen tun sie es nicht, aber dürfen. Hier ist halt eine langsame Brücke, ist auch in Ordnung. Ist eh eine Güterstrecke hier, die hier später lang geht. So. Dann nehmen wir das mittlere Gleis natürlich gleich wieder weg. Dann sieht das Ganze, glaube ich, auch ganz in Ordnung aus, finde ich. Zack. So eine Parallelbrücke hier. Zack. Ja, kann man so machen, oder? Hier finde ich jetzt keine Pfeiler dazwischen, aber... Ich weiß nicht, ob man das schaffen würde, so eine große Brückenspannung hinzukriegen. Oder eine große, nicht Spannung, sondern Spanne. Dass man so einen großen Fluss überspannen kann. Obwohl, jetzt braucht er einen Pfeiler. Also, ganz gut. Aber nur für die S-Bahn, komischerweise. Die andere hat überhaupt keinen Pfeiler. Hä? Okay. Warum hatten die andere überhaupt keinen Pfeiler? Wenn wir die jetzt fortsetzen, müsste er doch wieder Pfeiler setzen. Ja, tut er auch. Aber nur auf der anderen Seite. So. Jetzt ist die Frage. Die Güterstrecke, was machen wir denn eigentlich? Die müsste eigentlich auf Höhe bleiben, ne? Wenn wir jetzt hier schon ein Gleis haben, dann bleibt die auch auf Höhe. Wir lassen die noch so ein bisschen parallel zur S-Bahn laufen. Und dann kommt hier der große Güterbahnhof hin. Irgendwo. Die S-Bahn wird hier auch lang gehen. Also die S-Bahn wird nämlich tatsächlich da hinten reingehen. Hm? Ja, passt auch. Die S-Bahn bleibt ja hoch auf dem Level. Die Güterbahn geht hier noch rüber. Kommt dann in den Güterbahnhof rein. Die andere geht dann hier hinten hoch. Das passt schon. Soll Tulkas Victor eigentlich einen S-Bahn-Anschluss bekommen? Ja, ne? Hier raus und dann hier hoch. Ja, würde ich sagen schon. Dann kommt hier irgendwo gleich noch ein S-Bahn- Anschluss am Güterbahnhof hin. Lass uns schon mal den Güterbahnhof eventuell setzen. Wir können den ja auch wieder umändern. Das Gebäude später wieder umändern, wenn er uns jetzt nicht gefällt. Wo ist er? Eigentlich würde ich hier gerne Frankfurt nehmen, ne? Den hier. Oder wollen wir den lieber uns für Halle und aufsparen? Das ist halt die Frage. Nee. Auch zu wenig Gleise, finde ich, für einen wirklichen Verteilerbahnhof. Vielleicht doch einen anderen. Ist natürlich der schönste Güterbahnhof, aber vielleicht kommt der nach Haarland. Zur Ladestation. 10 Tracks hier raus machen. Sagen wir, machen mal 480 Meter. Uiuiui, das ist auch ein langer Güterbahnhof. Finde ich aber auch nicht schlecht hier. Den hier so zu haben. Halt sowas. Wollen die lange Lagerhalle einfach da dran bauen?
Ich finde den gar nicht so schlecht. Den könnte man eventuell sogar nutzen. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, das ist unser Güterbahnhof hier. Allerdings andersrum gedreht. Standard. Zweiter Gleisanschluss. Zweiter Straßenanschluss. Ja, wollen wir dann nur einen zweiten Straßenanschluss ransetzen? Dann haben wir so eine Grünfläche dazwischen. Nee, brauchen wir nicht. Gebäudestandort rechts. Beide. Wenn wir jetzt beide Gebäude haben, eingerahmt von Gebäuden. Sieht das gut aus oder nicht? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Wie hat es was? Wenn wir auf beiden Seiten so eine Verladestation haben. Aber wir bleiben mal bei links. Zusatzgleis, keine. Was ist denn links noch ein Zusatzgleis? Was kommt denn da noch hin? Rechts? Keine. Tramgleise, nein, brauchen wir hier nicht. Dann lass uns das Ganze hier mal bauen. Und dann ist das der große Güterbahnhof von... Nee, die Position gefällt mir noch nicht. Wir nehmen ihn nur mal weg, denn es ist viel zu nah hier dran. Wir müssen ja noch ein bisschen Höhe abbauen bis dahin. So ein bisschen hier drehen noch, ein kleines bisschen. Also vielleicht eher hier. Ja, wird das wichtigste Verteilerzentrum der Karte, deswegen muss der ordentlich breit sein. 10 Gleise. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe auch, dass das Gebäude genug Lagerkapazität hat. Ja, wir können den ja, glaube ich, auch nicht verändern, ne? Konfigurieren, können wir da noch irgendwas dran machen? Bin mir gar nicht sicher, ob wir das für eine Lagerkapazität wir jetzt hier haben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Weil es ja neuerdings auf Lagerkapazität ankommt in Transport Fever und das war früher nicht so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Bahnhof vor dieser Änderung entstanden ist. Deswegen müssen wir gucken, ob der überhaupt so funktioniert, wie ich mir das denke. So. Ist fast ein Abrollhügel hier. Nicht ganz. So. Die Frage ist, werden hier viele Güterzüge in der Richtung überhaupt rausfahren? Also die meisten ja runter, die durchfahren, die fahren da unten raus. Wir müssen ja nicht alle Gleise hier unten hier anschließen in die Richtung. Das ist mal eine Überlegung. Wenn wir hier 4 anschließen, reicht eigentlich. Dann können wir nämlich hier noch ein Depot hintersetzen für die Güterzüge. Und die Gleise einfach noch bis hier vorne ziehen, eventuell. Tatsächlich. Um einfach eine Menge an Gleise zu haben. Die sind einfach hier lang gezogen. Vielleicht nicht alle, nur so ein paar. Vielleicht so 4 Stück. Genau, die gehen dann hier weiter. Und da können wir mal eventuell noch ein Depot hinsetzen. Ich weiß noch nicht genau, was wir damit machen. Haben auch direkt einen Straßenanschluss, das ist gut. Und dann gehen die natürlich auf dieser Höhe, gehen wir ein bisschen höher, gehen hier wieder über die Brücke und schließen sich dann hier hinten an. Teilweise. Es wird auch welche geben, die sich hier hinten anschließen, die dann nach Harlond drüber gehen. Es sollen nämlich auch Gleise nach Harlond als Direktverbindung hier ergeben. Das überlegen wir uns aber alles später, wenn wir das Güternetz bauen. Das wollte ich nur schon mal anlegen, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Wir können aber schon mal das hier so anschließen, finde ich. Das können wir es auch andersrum anschließen. Dann bleiben wir bei dem Brückentyp. Wenn der dann mal Pfeiler baut, ist die Frage. Tut er aber sehr gut. Ja, dann können wir es verlassen. Aber wieder so eine erhöhte Güterumgehung. Hatten wir ja schon in Super City. Und auch da hat sie mir eigentlich ganz gut gefallen. Also hier werden jetzt... Ja, schließen wir gleich noch an. Die Güterzüge langrollen später. Die dann auch Richtung Pelagier zum Beispiel oder Umbar fahren. Die wichtigsten Häfen da unten anlaufen dann. Hier könnten wir echt so eine Rangierfläche noch bauen, dass die hier die Züge fertig rein und raus rangieren. Da müssen wir nochmal ein vernünftiges System uns überlegen, wie wir das ausbauen, dass es auch so einigermaßen realistisch aussieht. Die nächste Sache ist, hier brauchen wir natürlich noch eine S-Bahn-Station. Dafür nehmen wir eine U-Bahn-Station. Die haben wir schon mehrmals verwendet, aber die würde wieder passen. Das ist ja hier so ein klassischer U-Bahnhof. Der S-Bahnhof, der nicht ganz so lang ist.
hätte gerne längere Bahnhöfe, weil da können wir nur die kürzeren Züge einsetzen. Ach nee, hier ist ja Länge. Ich dachte, das wäre die Länge der Oberleitung, würde aber gar keinen Sinn ergeben. Also ich weiß nicht, was wir da brauchen für die anderen Züge. Was haben wir denn hier für eine Länge eigentlich vom Bahnhof? Dann können wir uns ungefähr daran orientieren. Schon zu lang, glaube ich. Von der reinen Bahnhof. Könnte sogar von der Länge passen, ja. Wie lang ist der hier? In etwa auch so, ne? Ja. Okay, dann machen wir mal so, gehen wir so auf 200 Meter. Länge. Für die Bahnhöfe hier. Das reicht ja, wenn wir das jetzt hier so anbinden. Ja. Dann hält die S-Bahn hier nochmal. Und wie gesagt, geht dann hier hinten weg. Wäre so meine Idee. Brauchen jetzt natürlich S-Bahn-Gleise wieder. Wenn wir jetzt hier auch direkt auf der Höhe anschließen, mal gucken, was passiert. Also jetzt kriegen wir erstmal eine Kollision hier ordentlich. Das Spiel meckert rum. Ja, muss auch alles einiges berechnen. So. Wir könnten hier eigentlich mal den Oberleitungstyp wechseln, beziehungsweise nicht Oberleitungstyp. Hier müssen wir auch gleich noch wechseln, fällt mir auf bei der Station. Aber wir müssen da auch wechseln den Stromschienentyp. Das ist nur der alte Stromschienentyp und bei den Bahnhöfen würde ich lieber den neuen Stromschienentyp verwenden. Ui, ist aber am Ruckeln, ne? Die Brücke mag er überhaupt nicht. Hoffentlich schmiert er uns nicht gleich weg, weil sonst darf ich wieder alle Mods rein und rausfügen. Habe ich ja wenig Bock drauf, ehrlich gesagt. Scheint aber noch zu gehen. Er muss noch einfach ein bisschen länger laden manchmal. Wir könnten das natürlich ganz auch mit einem angehaltenen Spiel machen. Vielleicht würde es dann ein bisschen besser laufen sogar. So, wir nehmen hier den Teil nochmal weg. Der ist nämlich falsch gebaut. Schließt das so an. Perfekt. Dann geht es hier halt links zu der nächsten S-Bahn-Station. Konfigurieren. Ich hätte gerne die. Hat er sogar noch verändert. Sehr schön. Das eben beim großen Dach. Nehmen wir das große Dach, ne? Ja. S-Bahn-Schild daran. Straßenbahngleise brauchen wir jetzt im Moment nicht. Wir haben auch keine Straßen dran. Noch was? Nö, lass uns das mal so nehmen, oder? Ja. Sehr schön. Dann halten wir hier in Osgiliath Valvarin. Okay, der Brückenanschluss ist hier ein bisschen interessant, aber den kann man vielleicht hier unten noch ein bisschen schöner gestalten. Ein paar Autos darunter stellen oder so. Kein schöner Projekt, aber so ein bisschen kann man es eventuell noch verschönern. Und dann wäre die Sache, dass die S-Bahn dann vermutlich nochmal hier so eine Schleife fährt. Und vielleicht sogar nochmal eine Station in Halloween bekommt. Ich überlege sogar. Nee. Unterirdisch doch nicht. Die wird wahrscheinlich einfach hier enden. Also nicht hier, sondern... Oder wir lassen sie an der Station enden. Bauen hier eine Wendeschleife und lassen sie da enden. Wäre auch eine Idee. Würde ich sogar fast vorschlagen. Da müssen wir nicht nur mal in der Kurve so komisch bauen. Bauen wir hier eine Kehre. Die braucht aber auch bitte 200 Meter, wenn wir 200 Meter lange Züge fahren lassen wollen. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger einfach, weil wir es können. Keine Straße bitte. Das ist eine Kehre auf eine Ebene. Eine Ebene.
Ja, dann würden die hier einfach enden. Vielleicht hier noch einen anderen Typ nehmen. Ja, den S-Bahn-Typ hätte ich ganz gerne. 200. Ich kann um 220 Meter nehmen. Dann haben die noch ein bisschen Platz. Schließt bei dir hier an. Was natürlich nicht so schlau ist, wenn schon wieder die falsche Brücken, den falschen Brückentyp nehmen. Wieder selber Brückenpfeiler setzen müssten. Was geht? Habe ich das bei der anderen Teil überhaupt gemacht? Da habe ich schon gesagt, ich baue noch selber Brückenpfeiler und habe es nie gebaut. Vielleicht werde ich den Brückentyp auch nochmal setzen. Das geht nicht, wenn wir hier durch die Straße durchbauen. Keine Brückenpfeiler, alles? Nein. Wo haben wir denn die Standardbrücken eigentlich? Wo sind eigentlich die Standardtransportführerbrücken abgebaut? Welche Kategorie hat er die jetzt einsortiert? Haben wir die überhaupt noch? Sind die noch zur Auswahl? Oder hat die Motti die einfach rausgeschmissen? Natürlich auch sein. Die, ja, das, dann haben wir hier einen Pfeiler und da. Ist wieder eine sehr interessante Konstruktion, muss ich sagen. Nehmen wieder die Brücke. Ja, lass uns doch hier. Macht da nicht hier rüber. Und? Jetzt geht's. Ja, naja. Die Sache ist nur, wir überspannen ja natürlich große Flächen ohne Brückenpfeiler. Aber dann würden wir zumindest hier Kernlager haben. Hier halten wir, hier halten wir. Hier halten war und dann geht es hier rechts raus. Wahrscheinlich sogar noch mal nach Tulkas Victor. Das liegt auch so ein bisschen erhöht hier auf dem Hügel, ne? Mal gucken. Oder wir bauen die hier unten eine Station. Tulkas Victor, dass sie noch mal ein bisschen rausfahren müssen, um zu ihrem S-Bahnhof zu kommen. Die werden wahrscheinlich noch einen zweiten Bahnhof bekommen. Aber das scheint mir ganz sinnvoll. So. Bleiben wir bei der Höhe. Ich würde sagen, hier in dem Abschnitt schon noch. Können ja auch erstmal eine vorübergehende Linie einrichten. Das wäre so meine Idee. Oder wir setzen die Linie direkt bis zum... Ach komm, wir bauen die zu Ende. Dann haben wir die S-Bahn schon mal fertig. Jetzt müssen wir nur noch sagen, dass wir hier bitte auch wieder so einen Brückentyp Pfeiler bitte haben. Interessant. Wir sind sehr eingezäunt, fast wie so ein Käfig. Ist hier noch eine Bahnstrecke drunter durch? Ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe zumindest. Dann, wenn wir jetzt hier in die Kurve gehen, würde ich nämlich dann hier runter gehen tatsächlich. Und dann gleich den Bahnhof Tulkas Victor anfahren, den wir jetzt noch errichten werden. Müsste man mal gucken, dass wir vielleicht den einen oder anderen Bahnhof noch installieren. Ich habe nämlich schon ein paar. Bisher eine Verwendung hatte. Ja, das sind die alle ein bisschen groß, würde ich sagen. Vielleicht sogar den Regionalbahnhof wieder. Kann man auch als S-Bahn-Station verwenden, finde ich. Vielleicht aber doch einen Cliffens DB Standardbahnhof vielleicht mal wieder nehmen. Zwei Gleise. 200 Meter.
Wir nehmen mal ein bisschen ältere Bahnhofsdesign. Handelsgebäude ran. Nee, Gebäude können wir später noch ansetzen. Ebenerdiger Zugang. Ja, das können wir ja gleich noch ändern. Ich würde den erstmal setzen hier. Vielleicht hier, dass wir die Straße dann so fortsetzen können. Das ist schon eine ganz schöne Ecke weg hier. Wir können auch bei der S-Bahn ein bisschen steiler eigentlich das Ganze hier bauen. Das ist nicht das große Problem. Ich? S-Bahn fahren schon manchmal ziemlich steile Strecken. Problem ist, ach, wir haben ja keine, haha, wir haben ja Oberleitung. Ja, dann geht das doch nicht, dass wir die nehmen. Denn wir kriegen das hin, dass wir die hier wegnehmen und einen anderen. Ging doch, ne? Ach nee, der war immer so broken, ich erinnere mich. Da habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Hin und her wechselte die Stromschiene. Ich glaube, das wird genauso aussehen wie bei den anderen Bahnhöfen. Wenn wir jetzt hier sitzen. Wohl doch nicht, guck mal. Warum geht denn das jetzt hier? Ich muss mal gucken, ob es vielleicht bei den anderen Bahnhöfen jetzt auch besser aussieht. Ob das vielleicht ein Bug war, der gefixt wurde. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Das war die falsche Seite. Ah, ist das ja, ist das sinnvoll, die so? Nein, es ist nicht. Bahnhöfen würde ich das niemals so rumbauen. Aus dem einfachen Grund, dass man die Stromschiene eigentlich von den Leuten weghaben will. Dann die nicht so setzen würde, glaube ich, sondern immer dann in der Mitte. Die Schiene, falls mal jemand auf die Gleise fällt, dass er sich beim wieder aufsteigen auf dem Bahnhof keinen Stromschlag holt. Gibt das Ganze so rum doch wesentlich mehr. So. Dann das Ganze wieder so ansetzen. Und da hat er sich wieder irgendwo festgesetzt. Fährt hier unsere S-Bahn. Die Frage ist wirklich, ob die Schienen nachher darunter durchpassen. Von der Güterbahn. Da sind wir aber echt knapp, ne? Wenn wir jetzt überlegen. Also hier würde es wahrscheinlich gehen. Ich denke mal, hier geht es auf jeden Fall. Dann müssen wir es hier durchziehen, ne? Also müssen wir hier die ganzen Güterbahnen noch so quer durchbauen. Das kriegen wir hin. Das werde ich schon irgendwie gebaut kriegen, denke ich. Wir wechseln hier nochmal ganz kurz die Seite. Das hätte ich jetzt nicht mit dem Tool machen müssen. Hätte ich auch einfach das Verbesserungstool nehmen können. Naja, geht auch so schnell. So, perfekt. Dann haben wir die S-Bahn bis hier schon mal fertig. Und jetzt muss sie natürlich noch ein Stück weitergeführt werden. Bis Uruglage. Ach, das machen wir noch schnell. Auch wenn wir jetzt schon 40 Minuten haben. Das Problem ist aber, ich würde ganz gerne nächstes Mal wieder eine Mitfahrt machen. Und dann lass uns dann direkt auch nächstes Mal eine S-Bahn-Mitfahrt machen. Und das ist jetzt wirklich eine ländliche S-Bahn-Strecke hier. Das war auch ganz interessant, da fährt sie ja völlig ländlich durch die Gegend. Hätte man fast sogar noch in diese, so, auch in diese Regionalbahn einsetzen oder so auf der Strecke. Wäre auch eine interessante Kombination, finde ich. Ich sehe gerade,
Das wurde tatsächlich wohl gefixt, dieser Bug. Sehr schön. Weil, ach nee, doch nicht. Wurde doch nicht gefixt hier. Vielleicht, wenn wir es gleich nochmal neu bauen, vielleicht ist es dann korrigiert. Keine Ahnung. Gucken wir gleich mal. Oder gucken wir in den nächsten Folgen oder irgendwann. Ich weiß noch nicht. Und hier hat er wieder keine Brücke gesetzt. Wir bauen schon mal das so hin und können es ja gleich dann wieder wegnehmen. Den Abschnitt, wo die Brücke fehlt. Könnten ja diese Güterzüge drauf ansetzen, die wir... Erstmal, das wäre eine Idee. Das fände ich irgendwie eine coole Idee, wenn die ab und zu auch mal Güterzug überfährt. Das ist ja schnurgerade hier. Mitten durch den Wald durch. Hier sogar teilt sich das sogar ein bisschen auf. Ich mag das auch mal, wenn Schienen sich ein bisschen aufteilen. Lass uns das mal so lassen. Macht zwar Transport, wie wir aus Versehen, ganz gerne manchmal. Aber lass uns die Schienen hier einfach mal so ein bisschen aufteilen. Die Idee finde ich nicht schlecht. Können wir machen. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Denkt euch was aus, warum das aufgeteilt wurde. Dann, Brücke weg. Oder nicht die nicht vorhandene Brücke weg. Straße kann ich auch mal kurz wegnehmen. Die Brücke, ne? Ja, dann lass uns hier die gleiche auch nehmen. Wie auf der anderen Seite. Das ist für meine Lieblingsbrücke. Die nehme ich relativ häufig. Das ist aber eine moderne Betonbrücke und kann man eigentlich überall gut anwenden, finde ich. So. Dann hat die S-Bahn jetzt also hier eigentlich fertig. Hier enden jetzt schon drei Linien. Also... Uruk-Lager ist jetzt wirklich gut angeschlossen. Und diese Strecke ist wirklich sehr, sehr lang. Aber hier zum Beispiel bei dem... Hier würde ich wahrscheinlich Ölzüge und Holzzüge... Oh, hier werden viele Holzzüge auch fahren. Die werden ja auch alle abtransportiert. Mit diesen Fahrzeugen dann hier zu dem Frachtumschlagplatz. Über die S-Bahn-Strecke. Guck mal, hier werdest du dann hinter dem Bahnhof werdest du irgendwo an ausfädeln. So, wir können, glaube ich, die Fahrzeuge da hinten kaufen, ne? Ich hatte das ja so angeschlossen, denke ich. Oder auch nicht. Ja, dann können wir hier noch ein weiteres Depot einfach mal kurz anschließen. Können wir ja später wieder wegnehmen. Oder uns überlegen, dass wir ein schöneres Depot dahinter setzen. So kleines. Ich weiß eigentlich, bis zu kurz für die S-Bahn. Was für Fahrzeuge hatten wir jetzt noch nicht in Verwendung? Wir hatten noch eine Baureihe bisher in Verwendung und hatten wir beide Baureihen, die wir bisher S-Bahn-Baureihen aus Berlin in Verwendung. Ich meine ja, wir könnten die Hamburger S-Bahn eigentlich auch mal einsetzen, aber die haben wir ja nicht. Da wurde schon mehrmals nachgefragt, aber dafür, die gibt es leider immer noch nicht für Transport 52. Sonst hätte ich die als andere deutsche Stromschienen-S-Bahn da eingesetzt. Oder was Britisches? Nee, wir bleiben schon beim S-Bahn. Dann lass uns mal einfach bei der... Berliner S-Bahn bleiben ist in Ordnung, denke ich. So. Habe ich in meinen letzten Projekten auch total vernachlässigt, die Berliner S-Bahn. Da bekommt sie jetzt hier mal häufiger den Auftritt. Ich kann sogar Doppelzüge hier einsetzen. Ne, nicht ganz. 243 Meter. Wir nehmen mal 6 Fahrzeuge erstmal. Stehen die unter Dampf? Die sind, glaube ich, unter Dampf. Ja, aus irgendeinem Grund, ja. 2, 3. Ja, 6 Züge finde ich erstmal eine gute Anzahl, oder? Nehmen wir erstmal die. Und bauen eine neue Linie bitte auf. Von Uruk-Lager runter bis hierhin. Dann da. Hier, hier, Ende. Und wieder zurück. Frage ist, ob er direkt das zweite Gleis nutzt oder ein Gleis. Ich glaube, der wird immer nur ein Gleis nutzen. Können wir natürlich gleich ändern, es sei denn, irgendwo fehlt ein Gleis. Natürlich auch sein. Und zack, wenden wir hin. Eigentlich müssten wir nur, wir müssen hier auf jeden Fall auf dem Abschnitt Signale setzen.
Der Abschnitt ist schon etwas länger als die anderen. HL? HL, nicht HV? Nee. Was, wie sieht denn das Signalsystem der Pakt ASIC? Ich glaube, das ist... ist das? Berlin-System. Bock-Biesen. Bin mir nicht. Die Berliner S-Bahn. Ist hier vielleicht? Müsst ihr mir mal sagen, welche jetzt hier das richtige. Also, das ist. Ganz normales. SKV, ne? SKV. Es ist spät. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich die Signalsysteme noch auseinandergehalten kriege. Deutsches Hauptsignal ist natürlich sehr präzise. HL. Nee, das ist KS hier. Das ist HV. Hier ist HV. Ja, ist HV. Ich bin doof. HV-System ist das. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich die ASIC und BASIC hier ganz voll. Ja, wir können das Signal später wieder verändern. Jetzt wollte ich aber mal dem sagen, wenn er bitte von Tulas Viktor zurückkommt und zurück zum Uruk-Lager fährt, dass er bitte diese benutzt, was er nicht tut. Das Problem liegt zwischen der dem Signal und der Station. Aber den kann er fahren? Ach, wahrscheinlich, weil er hier auf den falschen Gleis anhalten will, aus dem Grund. Nee, das ist nicht Gleis 1, das müsste Gleis 4 sein? Nee, es ist Gleis 1, tatsächlich ist Gleis 1. Ah, okay, jetzt müssen wir hier wieder das alles umstellen. Weil das noch nicht erkannt hat. Wir versuchen mal zu fixen. Und wieder macht er das nicht. Okay, jetzt hat er hier im... Da im Zugdepot Problem. Ja, weil er hier keine Weiche hat. Hehe, bin ich witzig. Kann ich natürlich im Zugdepot bauen, wenn er keine Weiche ist. Außerdem ist hier ein Fehler. Mal so ein Stückchen wegnehmen. Ich sag nicht, dass wir jetzt auf diesem Grund dieser paar Millimeter Schiene hier eine Kollision haben. Ich wollte mich schon beschweren. So. Da werde ich jetzt... Ja, wir können ja auch kein Dieselgleis einfach auswählen. Wir müssen da Strom... Dann können wir ein S-Bahn-Gleis ohne Stromschiene nehmen. Wir können doch ganz am Anfang das hier, glaube ich. Nee, das nicht. Wir hatten doch irgendwie so ein Gleis. Ohne Oberleitung. Das hier. Also das hat nur keine Masten. Hat schon Oberleitung, aber keine Masten. Pendelbahn. Das meine ich. Das sogenannte WLAN-Gleis hier. Das können wir ja super nutzen. Da sollte der Zug trotzdem drauf fahren können. Und es gibt ja auch kurze Abschnitte von so Strecken, wo einfach keine Stromschiene liegt. Das Ding nervt ein bisschen. Von der Idee ist es voll. Und dann rollen die halt mit Geschwindigkeit hier rein. Rollen dann hier wieder raus oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt erstmal funktionieren. Perfekt. Jetzt müssen wir den nochmal sagen, korrigier mal bitte. Jetzt hat er's. Jetzt macht er wieder eingleisig. Ach, du bist ein Held, Spiel. Ja, so wollte ich es nicht korrigiert haben. Gut, dann machen wir es anders. So. Ihr beide, bitte nur Eingleissignale. Und jetzt korrigieren. Macht er nicht. Wo hat er ein Problem? Zwischen Uruk-Lager und das Tor. Da hat er jetzt auf ein Problem. Das ging aber vorhin noch. Weil du wieder falsche Bahnhöfe anfährst. Aber das habe ich dir doch gerade vorhin gesagt. Verwalten. Das 2 nutze, dann macht er gar nichts. Okay.
Können wir es mal ein bisschen eingrenzen, indem ich mal sage, fahr hier lang? Okay, er hat zwischen den beiden ein Problem. Noch mal kurz abfliegen. Zu verstehen, was das Problem ist. Ich sehe jetzt kein Problem, ehrlich gesagt. Lager. Gut, ich glaube, das wäre eine Aufgabe für Offscreen, ne? Wir haben jetzt lange genug gebaut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir eine Mitfahrt mit der S-Bahn machen. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.